In diesem Video verrate ich dir eine ganz einfache Strategie, wie du mehr Klicks auf deine Videos erhältst und auf deine Posts, wie du für mehr Aufmerksamkeit im Internet sorgst. Bleib dran. Hallo, hier ist Christian Konrad mit einem neuen Video. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Musiklehrern und Musiklehrerinnen zu helfen, online sichtbar zu werden, Videos aufzunehmen, sich langsam eine Online-Präsenz aufzubauen. Ganz viele fangen mittlerweile an, Videos zu machen, das ist toll, aber nur wenige davon schaffen es überhaupt mal, Videos zu veröffentlichen. Die meisten bleiben im Prozess irgendwie stecken, Ideenfindung oder technisch klappt irgendwas nicht und dann wird es wieder aufgeschoben. Und von den wenigen, die jetzt was veröffentlicht haben und vielleicht sogar mehrere Videos veröffentlicht haben, höre ich meistens, meine Videos werden nicht gefunden, schaut sich niemand an. Es macht keinen Spaß, wenn man nur 3 Klicks auf ein Video erhält. Was kann man tun? Und da gibt es natürlich viele Maßnahmen, wie man sichtbarer wird. Das ist auch einer der 3 Hauptbereiche meines Kurses, Videokurse für Musiklehrer. Die Auffindbarkeit, also wie du deine Videos, deine Inhalte verbreitest. Bei mir sind es jetzt auf meinem Gitarrenkanal 40.000 Abonnenten, ein bisschen mehr. Und das war schon auch Arbeit, die Leute zu bekommen. Also das fällt einem nicht in den Schoß. Es gibt natürlich Suchmaschinenoptimierung und so weiter, aber was ich dir heute sagen will, ist eine ganz einfache Sache, für die du nichts optimieren musst. Es ist mehr eine Frage deiner Einstellung, um die es heute gehen soll. Die meisten Leute, die Inhalte posten, Videos veröffentlichen, beachten das nicht. Deswegen mache ich heute mal das Video dazu. Der Tipp lautet: Such dir erfolgreichere Leute in deiner Nische, in deiner Branche und hilf diesen Leuten mit ihren Inhalten, indem du deren Videos anschaust, kommentierst, teilst, likest, das Übliche, was man auf den einzelnen Plattformen so machen kann. Du suchst dir ganz gezielt, systematisch die Erfolgreichen, die Erfolgreicheren deiner Nische und lässt dich dort blicken sozusagen. Was dir das bringt, sage ich dir gleich. Aber erstmal, wie ist es denn in aller Regel? Die meisten Leute, die ich kenne, die auch eigene Musik machen und eigene Alben, eigene Videoclips promoten wollen, schreien permanent nach der Aufmerksamkeit der Zuschauer und sagen, kauft meinen Kram, schaut meine Videos an, kommt alle zu mir, bei mir gibt es was ganz Besonderes. Was andere machen, das will man gar nicht wahrhaben oder zumindest hat man Angst vor Konkurrenz und möchte möglichst wenig Austausch haben mit den anderen Mitbewerbern, nenne ich das mal. Klar, die Idee ist, wenn ich jetzt einen Gitarrenkurs rausbringe, möchte ich doch nicht, dass die Leute herausfinden, dass es noch einen anderen Videogitarrenlehrer gibt, der vielleicht viel erfolgreicher ist als ich und der auch einen Kurs hat, weil dann kaufen sie vielleicht den Kurs des Konkurrenten und nicht meinen. Das ist die Denke, ist aber völlig falsch. Wer sagt denn, dass jemand, der deine Videos schaut, nicht auch die Gitarrenkanäle von zig anderen YouTubern zum Beispiel auch anschaut? Das schließt sich doch nicht aus. Du solltest jetzt auf nette Art und Weise unter anderen Videos Kommentare hinterlassen, deiner erfolgreicheren Mitbewerber, nenne ich sie mal. Wie gesagt, Kommentare sind das eine, liken, teilen, weiterempfehlen. Zum einen taucht dann dein Profil oder Kanalname immer wieder unter guten Videos oder unter erfolgreichen Videos deiner Branche auf. Und das sehen ja auch die anderen Zuschauer, die sich die Kommentare durchlesen oder die vielleicht selber was kommentieren. Die sehen doch dann deinen Kanalnamen und klicken drauf und landen auf deinem Kanal. Und wenn du was Schlaues und was Positives am besten auch kommentiert hast, dann ist es noch viel besser und macht noch viel neugieriger, sich deinen Kanal anzuschauen. Das Schlimmste wäre so eine Copy-and-Paste-Nachricht oder ein Kommentar, wunderbares Video oder sowas, was austauschbar ist. Nein, nimm dir die Zeit, schau mal rein ins Video und schreibe einen Kommentar, der auch beweist, dass du das Video gesehen hast. Also was Geistreiches dazu am besten. Kann auch sein, dass du es konkret machst. Vielen Dank, dass du das und das so gut erklärt hast im Video. Das sehen die ganzen anderen Zuschauer und kommen so auf deinen Kanal. Außerdem, wenn ich mich jetzt mal als Beispiel nehme, auf meinem Kanal wird kommentiert von anderen YouTubern, die vielleicht gerade erst anfangen, die Nettes sagen über meine Videos, wo ich mitbekomme, Mensch, die teilen das, die liken das. Das führt dazu, dass ich denen doch auch was Gutes tun will. Wenn einer einen Kommentar unter mein Video setzt, dann ist bei mir die normale Antwort darauf, ich schaue mir von demjenigen auch ein Video an. Und wenn ich es gut finde, schreibe ich auch da einen Kommentar zurück. Reziprozität nennt man das.
dass der Wunsch entsteht, wenn jemand anders in Vorleistung getreten ist, dass ich dem auch was Gutes tun möchte. Das passiert ja auch mit Leuten, aber nicht mit vielen, muss ich sagen. Die meisten wollen immer nur die Aufmerksamkeit auf ihr eigenes Zeug lenken und vergessen alles um sich herum. Und das führt leider nicht zu einer großen Anhängerschaft, glaube ich. Das ist so ähnlich wie wenn Leute mit Unterrichtsmaterial sagen, ich gebe nichts kostenlos heraus, es muss alles bezahlt werden. Ja, das klingt logisch, aber ist leider völlig falsch, denn das Herausgeben von hochwertigem, kostenlosen Inhalt sorgt erst dafür, für diese Reziprozität, dass die Leute dir was zurückgeben wollen und dann mehr von dir konsumieren und vielleicht am Ende einen Kurs kaufen oder dir was spenden. Es kommt immer wieder vor, dass mir Leute schreiben, ich würde dir gerne was spenden für deine Videos, wo soll ich das Geld hinüberweisen? Sei nett zu anderen und großzügig und frag nicht immer, was du kurzfristig für dich dafür bekommst. Auch wenn du erfolgreichere Leute anschreibst, ganz oft bekomme ich E-Mails, kannst du mir helfen? Ich möchte auch erfolgreicher YouTuber werden. Da habe ich kein Interesse zu helfen, weil das so nicht funktioniert. Viel besser wäre es doch, eine E-Mail zu schreiben. Hallo Christian, wie kann ich dir helfen? Ich habe dein letztes Video gesehen und musste es sofort mit meinen 5000 Newsletter-Abonnenten teilen, zum Beispiel, weil es mir so gut gefallen hat oder weil es so hilfreich war, wie du XY erklärt hast. Also erstmal in Vorleistung gehen und gerne auch mal zeigen oder erwähnen nebenbei, dass du begeistert bist von den Inhalten der Person, der du schreibst, dass du dich auch damit beschäftigt hast. Wenn man immer nur fordert und was erbittet schnell, dann ist das sehr kurzfristig und führt nicht zu so einem großen Erfolg, wie wenn man großzügig durch die Welt geht und andere wertschätzt und andere auf den Podest hebt und auch keine Angst hat vor Konkurrenz. Ich kann doch auch sagen, Mensch, schau dir mal den und den an, der kann das Thema viel besser als ich. Und wenn ich solche Leute im Hinterkopf habe, dann empfehle ich auch diejenigen weiter. Ist doch klar. Wenn jemand fragt, kannst du nicht mal einen Kurs machen für klassische Gitarre? Sage ich, nein, davon verstehe ich zu wenig, aber ich kann dir den und den empfehlen. So funktioniert es doch. Und die Leute hat man aber nur im Gedächtnis parat, wenn sie auch da sind, wenn sie auch kommunizieren mit einem irgendwie mehr oder weniger regelmäßig. Also schau immer, was du für andere tun kannst und frage nicht nach dem sofortigen Lohn. Dann wird das langfristig dazu führen, dass du mehr Aufmerksamkeit bekommst und dass deine Zuschauerzahl wächst. Wenn du noch viele weitere Konzepte dazu lernen möchtest, auch zur Videoerstellung, zur Vorbereitung eines eigenen Kurses und so weiter, dann gibt es von mir, wie gesagt, den umfangreichen Kurs Videokurse für Musiklehrer. Den Link findest du immer unten in der Beschreibung. Das war's für heute. Gib mir den Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Danke schon mal. Bis bald.